heute gibt es ein Puppentheater für euch. Komm, grenzenlos Puppentheater, da ist diese große Bühne hier. Wisst ihr schon, welches Stück es gibt? Ja. Ja. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Genau, das kennst du. Ich weiß den Namen. Du weißt den Namen von diesem. Das wollen wir doch mal wirklich sehen, ob du das weißt. Ja? Weil es steht ja, ach, wie gut, dass niemand weiß. Also muss das ein Stück sein, wo es niemand weiß. Aber vielleicht seid ihr die Einzigen, die es doch wissen. Aber werden wir mal sehen. Wir werden sehen. Also, herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle heruntergefunden habt. Rumpelstilzchen. Du kennst das Märchen vom Rumpelstilzchen. Schön. Das ist gut. So heißt der Zwerg. So heißt der Zwerg. Bei deinem Märchen. Und unser Märchen heißt, ach wie gut das niemand weiß. Nein, warum? Ja, genau. Ich weiß, das stimmt. Du hast ganz recht. Gut, ich wollte nur ein paar Sachen sagen. Wenn ihr unbedingt hinausgehen müsst, weil es etwas ist, was dringend ist. Da hinten gibt es eine Türe, die führt genau zum... Wohin? Die ist zu. Die ist zu? Ah, da muss man doch da gehen. Okay, in den Pausen, immer wenn dazwischendurch hier dunkel ist und umgeräumt wird, könnt ihr gerne schnell mal verschwinden und dann wiederkommen. Dann wollte ich noch fragen, ob alle Handys auch da hinten leise gestellt sind. Ja, weil das wollen wir ja nicht, dass gestört wird. Wo war das? Hat jemand Limillin gesagt? Das war da hinten. Das sind hier die ganzen Puppenspieler. Die haben sich dort hinten versteckt. Nachher kommen sie dann auch hervor und dann zeigen sie euch. Ja. Also. Wir spielen für das Grenzenlos Puppentheater nicht umsonst. Sie hat eine Spende abgegeben. Danke vielmals. Das ist für die Deutschkurse, die wir immer von Grenzenlos organisieren. Danke. Und jetzt wollen wir mal auf die Uhr schauen. Es ist schon 6:55. Das heißt, jetzt fängt es gleich an. Weil um 7 Uhr pünktlich kriegt er Hand. Ja. Wollen wir schon anfangen? Nicht 7 Uhr früh, ich stehe immer um 5 Uhr auf. So schaut das aus, ein Hahn kann doch nicht um 7 Uhr aufstehen. Wir wollen schnell anfangen, wir müssten mir helfen. Wir können sicher gemeinsam krähen und rufen jetzt gemeinsam Kikariki, damit die Müllers Tochter aufwacht, okay? Kikariki! Lauter! Kikariki! Der schönste bin ich, gell? Aber ach, danke Hahn, dass du so gut gekräht hast. Ja, kann ich mich gleich an die Arbeit machen. Nein, schau, Liesl, das sind die Kinder, die musst du mal begrüßen. Ach, grüß euch, liebe Kinder. Ich kann aber leider gar nicht mit euch spielen. Ich muss arbeiten. Ich helfe dem Vater beim Hof, bei der Mühle. Ja, Kinder, die Mutter ist letztes Jahr gestorben. Ja, aber die Mutter hat mir beigebracht, zu spinnen. Kinder, das kann ich so gut. Und die Wolle, die ich gesponnen habe, die bringe ich auf den Markt und verkaufe sie. Wollt ihr das sehen? Ja. Ich zeige euch mal, was ich gesponnen habe. Kinder, die Liesl ist ja so geschickt und so fleißig und so nett ist sie auch. Ach, jetzt übertreib mal nicht. Du bist ja genauso wie mein Vater. Schaut, Kinder, hier, in dem Korb. So viele Sachen habe ich gesponnen. Ja, du bist auch neugierig, ja? So, aber jetzt wollte ich noch weiterfegen.
Okay, dann gehe ich lieber zu meinen Hühnern. Schicke meine Tochter morgen auf das Schloss.
Jawohl. Meine Verehrung. Adieu. Oje, oje. Was wird das jetzt bloß werden? Ja. Ja, wo ist denn der Herr König? Ja, der hat jetzt einfach geschwind werden müssen. Was? Ja. Und der schöne Wein? Aber stell dir vor, der hat gesagt, du sollst morgen auf das Schloss kommen. Der hat dich eingeladen. Stell dir vor. Ja? Eingeladen bin ich. Oh, ich kann aufs Schloss gehen. Aber Vater, hm? Ich habe doch gar nichts Schönes zum Anziehen. Bei deiner Schönheit, mein Kind. Also, du brauchst ja kein schöneres Gewand. Aber wenn du willst, dann suche ich da den Ring von der Mama und die Halskette von der Oma. Das kannst du dann morgen tragen. Oh Gott, ich freue mich ja so. Ich bin ja, so ja, ist schon gut. Nicht so stürmisch. Ich gehe jetzt einmal die Sachen zusammensuchen. Ja. Kinder, habt ihr das gehört? Ich darf aufs Königsschloss. Ich darf den König besuchen. Ist das eine Freude? Ich freue mich so. Ich freue mich Liesl. So. Ja, was ist denn, Hahn? Freu dich nicht zu früh. Was? Da geht was anderes ab. Ach nein, Hahn, du träumst. Das ist etwas Wunderbares, aufs Schloss zu gehen. Ich war noch nie dort. Ja, ja, ich habe alles gehört, was die zwei gesprochen haben. Na und? Naja, das ist kein Besuch. Spinnen sollst du. Ach, du spinnst, du spinnst. Ich spinn nicht, ich weiß. Aber dein Vater hat gesagt, du kannst Stroh zu Gold spinnen. Was? Was hat er gesagt? Stroh zu Gold. Aber das kann ich doch gar nicht. Und das denke ich mir, ich kann es ja auch nicht. Ach, das ist ja so wie im Märchen, Kinder. Da, was machen wir denn da? Was willst du machen? Laufst du weg? Vielleicht? Aber nein. Versteck dich. Hahn, wenn das so ist wie im Märchen, ja, dann geht's auch gut aus, das sage ich dir. Also, ich weiß zwar gar nicht wie, aber... Ja, ich gehe zum Schloss, ich laufe nicht davon. Na, irgendwer muss ja auf dich aufpassen, ich werde dich begleiten. Das ist eine gute Idee. Dann gehen wir doch zusammen morgen früh los. Ja, und jetzt gehe ich zu meinen Hühnern und erzähle ihnen alles. Kinder, die werden Hühneraugen machen. Ja. Schön, die Liesl, was braucht ihr eine Kette? Also mir gefällt es auf meinem Hühnerhof besser, Kinder, sag ich euch ehrlich. Aber gut. Schau, sie... jetzt habe ich sie. Ah, Gott sei Dank, da ist sie da. Aber schau jetzt... mal. Ja, ich muss mal ist den das Kühl schön, auf. Kinder, ist das schön? Ja. Ah, jetzt kannst du uns ankündigen. Ja, das jawohl. Kannst du machen. Kikriki, die Müllers Tochter ist nie. Ach ja, ja, ach sehr schön. Guten sehr Morgen, schön. Herr König. Guten Morgen. Guten Morgen. Oh, was macht denn der Hahn hier? Ich bin der Begleiter. Ich kann gut krähen. Naja, aber hier am Schloss, da kann ich keinen Dinger brauchen. Er nur zu den Hühnern und hätte er mich gemacht. Ja, wenn es sein muss. Ja. Also gut, ich schaue zu ihren Hühnern. Komm zu dir, Liesl. Du sollst für mich spinnen. Ja,
Spinnen, das kann ich sehr gut. Ja, ich habe schon einiges vorbereiten lassen. Und wir gehen darüber. Und Dina, wir brauchen jetzt das Spinnrad. Aber zack, zack, zack. So. Und öffne er die Kammer, bitte. Dann brauchen wir Stroh. Was? Ja, Stroh. Oh, das ist ja wirklich alles Stroh. Wie gesagt, ich will dich auf die Probe stellen und du sollst für mich dieses Stroh zu Gold spielen. Ach, aber... Genug ist genug. Was der König sagt, das soll geschehen. Sonst, ja. Ach, sonst was? Ja. Ach, sonst wird etwas Schreckliches passieren. Meine Güte, Kinder, das stimmt ja wirklich. Der will, dass ich Stroh zu Gold spiele. Aber das kann ich doch gar nicht. Was soll ich bloß machen? Ach, habt ihr eine Idee? Nein, auch nicht. Das kann doch niemand. Oder kann es jemand von euch? Nein. Auch nicht. Oh. Und wenn ich es nicht schaffe... Sonst, hat er gesagt, sonst. Guten Abend, Müllers Tochter. Bist du das Rumpelstilzchen? Was? Schaue ich etwa aus wie dieser grässliche Gnom aus dem Wein? Ach nein. Stimmt. Dann kannst du mir auch nicht helfen. Helfen? Wie kann ich dir helfen? Ach, ich soll Stroh zu Gold spinnen und kann das doch nicht. Ah, was gibst du mir, wenn ich's dir spinne? Was? Du kannst das auch? Ach, natürlich. Oh, dann gebe ich dir meinen Ring. Ach, einverstanden, gib schon her. Ach, so, und jetzt ganz da. Aus dem Weg. So. Schnurr, 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 rein mal gezogen und die Spule ist voll. Schnurr, 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 rein mal gezogen und die Spule ist voll. Schnurr, 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 rein mal gezogen und die Spule ist voll. Oh, das hast du gut gemacht. Ja, danke schön. Danke schön. Auf Wiedersehen. Es hat wirklich alles Stroh versponnen. Oh, müde bin ich. Kikriki! Der Morgen ist hier und der Schäste bin ich. Gut gekriegt, lieber Hahn. Jetzt will ich gleich mal zur Müllers Tochter schauen. Oh, Dina, oh, mein Umhang. Ja. So. Genug ist genug. Ah. Oh, wie es glänzt. Lauter Gold. Gold. Wie er tanzen kann, der König. Und gelächelt hat er auch wieder. Das hast du gut gemacht. Aber ich brauche noch mehr. Dina, bringe er das Gold in die Schatzkammer. Aber zack, zack, zack. So. Und dann brauchen wir noch mehr Stroh. Ja, noch mehr Stroh. Ach, nimmt denn das kein Ende? Nein. Ach. Das sollst du für mich bis morgen früh auch ja, Gold verspielen. Nur sonst, du weißt. Ach, ja. Sonst. Ja, ist schon. Ja, ja. Ach, nimmt denn das kein Ende? Sind denn die Könige von heute immer noch so goldgierig? Es hat sich ja überhaupt nichts geändert. Und jetzt soll ich auch noch dieses Stroh zu Gold spielen. Aber Kinder, ich
Ich habe gut aufgepasst. Ich weiß jetzt das Sprüchern. Das ist ja genauso wie im Märchen. Das können wir auch, das Stroh zu Gold spinnen, stimmt's? Wollt ihr mir helfen? Ja. Okay, wisst ihr auch das Sprüchern? Schnur, Schnur, Schnur. Dreimal gezogen und die Spule ist voll. Das machen wir jetzt. Also, Schnur, Schnur. Na, ihr müsst schon mithelfen. Schnur, Schnur, Schnur. Dreimal gezogen und die Spule ist voll. Ha? Ein bisschen lauter vielleicht. Schnur, Schnur, Schnur. Dreimal gezogen und die Spule ist voll. Oh, das geht nicht. Nein, sowas Dummes auch. Oh, weh, oh, weh, oh, weh. Ich kann's nicht, ich kann's nicht. Ich kann's nicht. Was gibst du mir, wenn ich's dir wieder spinne? Ach, mein Kind, du sollst es mir nicht spinnen. Ich will es lernen. Lernen? Und was gibst du mir dafür? Da kannst du meine Halskette haben. Ach. Aber du musst mir genau zeigen, wie es geht. Nun gut, gib schon her. Ich guck dich schön. So. Schönes Stück. So. Und jetzt rüber. So. Na dann, aufgepasst. Ja. Mit drei Fingern nimmst du das Stroh und dann drehst du das Rädchen rechts herum. Aha. Und jetzt der Spruch. Ja, das weiß ich. Schnurr, schnurr, schnurr. Dreimal gezogen und die Spule ist voll. Schnurr, schnurr, schnurr. Dreimal gezogen und die Spule ist voll. Schnurr, schnurr, schnurr. Dreimal gezogen und die Spule ist voll. Ach, super. Dankeschön. Danke. Auf Wiedersehen, Müllers Tochter. Ja. Und auf nimmer Wiedersehen. Nächstes Mal mache ich es alleine. Kikeriki, die Sonne geht auf und ich bin nie. Ja, gut gekredet, dieser Hahn. Und ich bin ja schon so neugierig, ob die Müllers Tochter es geschafft hat, das Stroh zu Gold spinnen. Dina, Spiegel. Spieglein, Spieglein in der Hand. Ich bin der schönste im Land. Oh, aber das ist ja das Falsche in der Hand. Schau ich doch mal. Ja, da ist ja wieder alles voller Gold. Gold, 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 Das hast du gut gemacht, Müllers Tochter. Aber wir brauchen noch mehr Gold. Dina, Gold in die Schatzkammer. Zack, zack, zack. Und mehr Stroh. Mehr Stroh. Ja, 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 ja. Mehr. Mehr. Ja. So und so viel. Ja. Wenn du das diesmal schaffst, dann sollst du meine Königin was? Ich soll Königin werden? Ja. Oh, Kinder, das ist wirklich wie im Märchen. Wie gut, dass ich mir das Sprichwort gemerkt habe. Das ist ja so eine Schönheit. Ach, jetzt ist es hoffentlich schaffen. So, Kinder, jetzt aufgepasst. Jetzt zeige ich euch, was ich gelernt habe. Und ihr müsst mir dabei helfen, gut? Also, mit drei Fingern das Stroh genommen. Richtig, rechts herum. Und das Sprüchler sagen. Schnurr, schnurr, schnurr. Dreimal gezogen und die Spule ist voll. Oh, was mache ich nur falsch? Drei Finger, Händchen rechts herum. War doch richtig, oder? Ja. Was denn? Du musst acht. Lauter, lauter, genau. Nein. Drei Strohfinger nehmen. Drei Strohfinger nehmen, genau. Und jetzt sagen wir das Sprüchler, ja? Nein.
Nein? Als erstes nicht das Sprüchlein und dann ja. Erst dann das Stroh. Erst dann, okay. Erst das Sprüchlein und dann das Stroh. Nein. Was? Erst das Stroh und dann das Sprüchlein? Ja. Okay. Erst das Stroh. Und jetzt das Sprüchlein, ja? Schnurr, schnurr, schnurr. Dreimal gezogen und die Spule ist voll. Und? Nein. Nein, das kann doch nicht sein. Oh, jetzt hat das Männchen mich hereingelegt. So was Dummes auch. Du hast mich reingelegt, das war nicht fair von dir. Ha, was glaubst du? Könntest du jetzt schon spinnen? Dann wäre das Märchen doch jetzt aus. Ich hätte so gern, dass es jetzt schon aus ist. Hättest du gern? Ja. Ich könnte dir auch ein drittes Mal helfen. Ja, aber da musst du musst mir wirklich sagen, warum es nicht geklappt hat. Ich musste was von meiner Kraft übertragen. Kraft übertragen. Warum hast du es nicht gleich gebracht? Ich habe so meine Gründe. Nun, Müllers Tochter, was gibst du mir, wenn ich dir wieder helfe? Ich habe doch gar nichts mehr, was ich dir schenken kann. Was glaubst du, was ich gerade möchte? Ja, ich weiß es nicht. Wenn du einmal Königin bist, dann wünsche ich mir dein erstes Kind. Nein, 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 das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Mein erstes Kind, das kann ich nicht hergeben. Nein, 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 das geht nicht. Dann nicht, Müllers Tochter. Auf Wiedersehen. Nein, nein, das geht auch nicht. Nein. Mir wird schon etwas einfallen. Also gut, ich verspreche es dir. Aber versprich's mir in die Hand. Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Ja? Ja. So. Na dann. Ja, genau. Ab ans Rad und ich übertrage dir meine Kraft. Geschafft! Ich habe Trotz und Gold versprochen. Ja. Oh, danke schön. Und denk an dein Versprechen, Müllers Tochter. Ja, ja.
Hallo Kinder, nur war das eine schöne Hochzeitsfeier. Alle waren dabei, sogar aus dem Ausland waren Gäste da, aus Ibiza. Und der Müller, der war so stolz auf sein Mädel, ich sag's euch, weil er ist jetzt nämlich königlicher Hofmüller. Naja, auch schon was. Ne? Aber schauen wir, dass die Zeit weitergeht. Wir können sie gemeinsam um 9 Monate weiterkurbeln. Das geht so, ich mach's euch einmal vor und ihr helft mir dann. 1, 2, 3, im Sauseschritt. Ein, die Zeit, wir eilen mit. Und jetzt alle. 1, 2, 3, im Sauseschritt. Ein, die Zeit, wir eilen mit. 4, 5, 6, im Sauseschritt. Ein, die Zeit, wir eilen mit. 7, 8, 9, im Sauseschritt. Ein, die Zeit, wir eilen mit. Gut gemacht, Kinder. 9 Monate sind vergangen. Das ist ja schnell gegangen. Und ich glaube, ich höre da schon was. Hört ihr auch was? Ah ja, das Kind. Ich glaube, das ist die richtige Zeit. Kikriki, bis jetzt war das schönste I. Ach, mein Kleines. Jetzt bist du aufgewacht, komm. Du kannst dir doch nicht die ganze Nacht den Kopf zerbrechen. Ja. Dann zerbricht der Mensch wirklich. Ja, ich werde schon schlafen. Ja, das mache ich. Aber die Kinder haben mir geholfen und jetzt werde ich mein Kind auch mitnehmen. So schnell vergeht die Nacht. Kikriki, der nächste Morgen ist wie. Warten wir mal, bis es kommt.
Müde. Bitte geh doch schlafen. Vielleicht kommt dir ja der Name im Traum. Oder vielleicht. Ah ja, genau. Oder vielleicht. Vielleicht kann ich das ja träumen. Genau. Aber vielleicht noch. Was denn noch? Herr Toast. Herr Toast. Gut, erinnerst mich dran, ja? Oh, ich bin müde. Guten Morgen, Liesl. Ja? Hast du den Namen geträumt? Ach, ich habe viele Namen geträumt. Aber ich weiß nicht, ob das die richtigen sind. Na gut, dann kann das Männchen ja kommen. Geht, Ricky! Guten Morgen, Frau Königin. Nun, wie heiße ich? Ha, heißt du Rittenwist? Nein. Oder Hammelswade? Oder Schnürbein? Nein. Oh, also Punschkrapferl sicher. Nein, so heiß ich nicht. Ah, oder Suppenhuhn? Nein, so heiß ich nicht. Oder Baumstrunz? Nein, so heiß ich nicht. Herr Toast? Nein, so heiß ich nicht. Bis morgen, Frau Königin. Ja, du hast recht. Was mache ich nur? Liesl? Ja? Kann ich dir helfen? Ah ja, richtig, du kannst mir helfen, du musst mir helfen. Hahn, jetzt wird's wirklich brenzlig. Du musst unbedingt in den Wald gehen, gell? In den Wald. Er hat den echt rumgeführt, ganz in echt. Aber ich hab's doch gefragt und das hat Nein gesagt. Aber pass auf, Hahn, pass auf. Du gehst in den Wald, genau dort, wo die Oma mir immer erzählt hat, wo das Rumpelstilzchen gewesen ist. Das war an dem Ort, genau, um die Waldesecke, wo Fuchs und Has sich gute Nacht sagen. Von David das Buch. Ja, genau. Genau so steht's im Buch. Und dort musst du hingehen. Und dann kannst du vielleicht dort auch erfahren, wie das Männchen heißt. Ja, Liesl, das mache ich. Ich mache mich gleich auf den Weg. Du nicht weinen, ich halte das nicht aus. Ich bring dir den Namen. Versprochen ist versprochen. Gut. Ja. Mach das mal. Gut, dass ihr mitgekommen seid. Jetzt bin ich sehr lang unterwegs und eigentlich müde. Aber ich habe noch immer keine Spur gesehen vom Fuchs und vom Hasen. Und schon gar nicht vom Ort, wo sie sich gute Nacht sagen.
Ach was, Kinder, haltet die Augen offen, mir fallen sie bald zu, ich gehe mal weiter. Gut, dass niemand weiß, dass ich Halligalli heiße. Nein!
Halligalli? Halligalli? Helft mir aus der Patsche! Was? Ah, Ritscheratsche! Ja, aus der Patsche, genau. Ritscheratsche heißt das. Ach, gut, dass ihr aufgepasst habt, Kinder. Ach, dann weiß ich jetzt den Namen. Ja, schön. Jetzt kann ich den neuen Tag ankleben. Kikriki! Ach, jetzt ist es wieder aufgewacht. Komm, jetzt weine doch nicht. Karin Duitt. Also gespielt von der Karin Duitt. Und die spielt nicht nur, die kann auch schreiben. Ihr könnt es auch. Lesen, schreiben, dirigieren, nein, redigieren, nein, regisieren. Sie führt Regie und hat uns organisiert, gecoacht, sagt man jetzt. Genau. Und dann der König, ihr Mann, ich meine, der ist ja... Wie jetzt? Naja, also macht euch selber ein Bild von ihm. Gespielt von der Lies Knogler und der Hase, ja, dem der Text nicht einfällt, ebenso. Und die Sandra Volkora spielt den Herrn Müller und den Fuchs. Und den Diener. Und irgendwer, und den Diener, ja, natürlich. Den Diener. Diener, beide. Aber beide Diener, aber irgendwer fehlt noch. Ja, der Hahn im Korb, das ist der Peter Mulcher. Ach so, genau. Nein, den habe ich jetzt gar nicht gemeint. Ja? Nein, der fehlt nein, noch. Das Männchen. Wie heißt das noch? Ritscheratsche. Dann ruf doch mal Ritscheratsche, vielleicht kommt es noch. Ritscheratsche. Ritscheratsche. Komm, hilf mir aus der Patsche. Ah, Ritscheratsche. Ja, genau, das ist die Christine. Gespielt von der Christine Stadelbauer. Und die Musik der Andreas Grün. Das ist der Meister. Der Mann im Dunkeln, Wolfgang Zeppelzauer. Und die gestrenge Herbin an der Tür, Toni Zeppelzauer, die auch die ganzen Puppen gemacht. Und die Puppen. Joe sitzt da hinten und hat uns gefilmt.
Wir sind jetzt alle nur von hinten drauf. Dankeschön. Danke.